Ja, wusste ich doch. Wollt's hier bescheißen. Gegen den um schneller durchzukommen. Gegen den kann man kämpfen. Ja. Hallo und herzlich willkommen zur nächsten Folge der Pokémon Platin Randomizer Race Nuzlocke. Das hast du schön gesagt, Tim. Wie geht es dir heute am Dienstag? Immer noch beschissen. Ja, oh, das tut mir leid. Scheiß Cyrus. Ich habe Lucario gerade erst ins Team geholt. Das war schön Level auf 32. Mann, fällt. Siehst mal so, du kriegst dann noch eins. Wow. Ich bin begeistert. Ja, gibt's Schlimmeres, ne? Ja. Wir haben eine Pokémon. Weil ich schon ganz schön viel weg sonst ist halt. Woran liegt das, Tim? I don't know. Aber ja, wenn ihr Yu-Gi-Oh! Content haben wollt, dann geht bei Tim auf dem Kanal. Tim macht das ganz gut. Wenn er kommt. Wenn der Yu-Gi-Oh! Content kommt. Er macht Tim das auch ganz gut. Ich muss auch immer noch den Kommentar schreiben. Ich muss, ich habe angefangen, in der Textdatei auf der Arbeit mal was vorzuschreiben. Konstruktiv, ohne dass man irgendwie sagen kann, dass das, also halt wirklich objektiv konstruktiv, mhm. Ne? Das, sagen wir es mal so, also wirklich gut dabei wegkommt, tun die nicht. Ich denke auch nicht, aber das werden wir noch sehen, was in dieser was passiert. Ja, es ist halt, also muss ich ganz klar sagen, also die Beweggründe, ich kenne ja die Beweggründe dahinter oder die Argumentation dahinter. Das ist einfach lächerlich. Ja. Ja. Kannst du keinem erzählen, ey. Das ist so eine richtige RTL, Familien im Brennpunkt-Story. Lade ja. Torterra. Ja, da hast du oben links raus in Celestic Town, ja. Genau, da hast du erstmal noch ein paar Trainer und da bist du eine Chance auf einen Encounter. Und dann musst du nach Jubelstadt, sondern die erste, wo wir das Pokéch geholt haben. Und da geht's dann nach links mit zur Verwaltung. 211. Ist 211 schon die Route für den Encounter? Ich dachte. Oder haben wir 211 schon was gefangen? Warte mal, ich guck mal eben in mein... In mein Nuzlocke-Tools. Nee. Bode-Tracker, Routentracker. So. Nee, der hat das hier nicht richtig getrackt. Weil die Pokémon müssen in deinem Team... Ah, doch, warte mal jetzt hier. Doch, 211 ist schon gefangen. Okay. 211 ist kein Encounter. Das sind halt bloß Trainer, stoppen Item und probieren. Oh, och, scheiße, warum habe ich das gesagt? Weißt du, was mir vor die Flinte gekommen wäre hier gerade? Was denn? Einen Draschel. Oh. Das wäre schon edel gut gewesen. Das wäre schon edel gut gewesen. Aber leider nein, leider gar nicht. Ich habe mein Psyana mitgenommen, ich weiß nicht, was Psyana kann.
Helping Hand, Sand Attack, Confusion, Quick Attack. Okay, das geht ja noch. Was los? Ich bin traurig. Warum bist du traurig, Tim? Weil du dann diese Woche auf jeden Fall schon 2 Punkte voran bist. Ja, aber dann ist doch egal, das ist doch nicht schlimm. Win ist doch eh erst, wenn wir die Liga fertig haben. I know. Digga, ich. Und Cognodon braucht natürlich auch so elendig viele EP zum Leveln. Ja, immer. Scheiß was sehen, braucht immer ewig 3 Tage. Nein, ich möchte kein Interview, danke. Lügenpresse. Die Fresse. Okay, dann gehen wir mal zur Eiseninsel, ne? Let's go. Ja, natürlich kann es Drachenwut. Wix 4. Oh nee, ich brauche Stärke in der Scheißhöhle. Wie bringe ich dir jetzt Stärke bei? I don't know. Okay, mein Ast. Nein, kann ich nicht fangen. Ich habe schon Mekargo. Bitte was Gutes, komm schon. Irgendein cooles Pokémon. Gönn. Gönnung pur, sagst du, ja? Digga, ich hab einfach einen Snubbull vor mir. Nice. Okay, keine Krone für mich, der hat mich weggebrüllt. Haha, schade. Klatschen wir mal die paar Trainer drin um.
Warum hat er denn Stahl los, Timmy? Was ist da los? Was ist wohl los? Er hat einfach Stahl los. Ja, nice. Finde ich jetzt nicht so. Oh, ah, du hast einen Trainer übersprungen. Warum? Hast du in Celestic Town gegen den Clown gekämpft im Pokémon Center? Ja, wusste ich doch. Wollt's hier bescheißen. Gegen den um schneller durchzukommen. Gegen den kann man kämpfen. Ja. Ich dachte gerade nur so, ja, sprichst du denn mal an, holst du dir irgendwas fürs Poketech oder sowas, ne? Ja, dann wollte der kämpfen, der Wichser. Dann wollte er einfach kämpfen. Oh mein Gott, ich habe einen Jubelball gefunden. Geil. Ein Jubelball? Mhm. Du kannst ja richtig jubeln, du. Ja. Ich mag diesen Ball sehr. Habe ich auch in echt. Ich habe lieber Meisterbälle. Ja, wenn dann jetzt mal eine gute Encounter kommen würde. Weil du so unfähig bist, Pokémon zu fangen, deswegen hast du Meisterball lieber. Mhm. Genauso. Siehst du? Boah. Ja, okay, Krummlöffel geht schon voll klar noch. Trotzdem, ich finde bloß Scheiße an Items. Hm. TM77. Was ist da? Du bist jetzt auffallend ruhig. Was ist los? Du bist gefragt, ja, auch ein bisschen müde. Ich bin ja, ist ja Kita-Schließzeit. Das heißt, ich bin um 6 jetzt immer auf Arbeit. Und ich habe momentan ordentlich was zu tun. Dann fuckt mich das Spiel hier so ab. Lucario tot. Jetzt natürlich triggert direkt die Statik. Wie soll es auch anders sein? Richtig räudig, sag ich dir. Richtig räudig. Dass man richtig was zu tun kann, ich halt weniger nachvollziehen, ne? Klingt das so abwegig, wenn ich mal was zu tun habe. Nein, das nicht, aber das ist halt bei mir so, ja, geht, ne? Ne, bei mir ist das ja auffallend. Also jetzt habe ich gerade wirklich, also letzte Woche hatte ich ja auch so ein bisschen arschvoll zu tun. Und, ja, das tut sich jetzt halt so ein bisschen fort. Also das ist eigentlich aber auch ganz schön. Muss ich ganz ehrlich sagen. Also bei den Temperaturen bin ich auch froh, wenn ich wenig zu tun habe. Ja, bei uns ist ja klimatisiert, also von daher. Ja gut, bei uns nicht. Ja. Deswegen, ich habe auch eben, ich war ja heute den ganzen Tag im Gebäude. Eben, wo ich aus dem Gebäude raus bin, da bin ich wie vor eine Wand gelaufen. Ich so, es... Genau, das crittet mich fast weg. Ja, ich glaube gleich, mein Noctuska ist auch tot, weil wegen Verwurzler kann ich ja nicht auswechseln. Du bist aber auch sehr wild, ne, mit Verwurzler zu spielen.
Ja, weil der halt am Anfang kaum Schaden gemacht hat. So, und dann kommt ein Crit und, ja, zumindest, es lebt noch weiter, weil der die Attacke jetzt gewinnt. Aber ich habe jetzt Leech Seed und Verwurzler drauf. Weil ich mir dachte, ne, schön ruhig runterstallen. Ne, ein bisschen ruhig runterstallen. GP mitnehmen, mit jedem Pokémon halt, ne. So. Ich habe Moonstone, ich habe Sunstone. Aber nichts für meinen. Und ein Clowstone. Und ein Clowstone, genau. Besser als ein Nierenstone. Ja. Oder ein Gallenstone. Boah, nee, brauchst du nicht, ey. Release das Artillery aus. Was denn? Oh, gibt's Gossip? Oh. Familie ersten Grades oder Familie zweiten Grades? Oh Gott. Zuwachs? Gut, man muss erfahr fragen. Oh Gott, der hat einen Latios. Bruder muss los. Ja, aber da muss ich aber ganz dringend los, du. Timmy ist müde. Tim, du solltest vor den Aufnahmen den Booster trinken. Ja, nächste Woche sollte ich das noch tun. Oder während den Aufnahmen oder whatever. Boah, weißt du, wie lange ich schon kein Energy und Booster mehr angerührt habe? Wirklich ganz, ganz lang. Ich nicht, ich würde mir jeden früh einreihen. Das ist so mein Morgenkaffee auf Arbeit. Nee, ich bin momentan komplett taurinfrei. Oh, du bist taurinfrei. Machst du Taurin Detox? Nee, Taurin und Koffein halt. Ah, okay. Ja, nee, Koffein nicht ganz. Ich habe letztens ein Glas Cola getrunken. Ah, letztens. Du hast letztens ein Glas Cola getrunken. Ja, aber halt so von den Energies her bin ich momentan eigentlich komplett weg. Kaffee trinke ich auch keinen. Ernährst du dich jetzt gesund? Also, ich bin zwar schon ziemlich kaputt, ne, aber so behindert bin ich nicht. Nein, ja, halt normal, ne? Mal ja, mal nein. Energy ist so das einzige Laster, was ich habe, ey. Gestern Abend gab es erstmal schön Gyros-Teller. Bei unserem Griechen des Vertrauens. War auch nur, weil wir den ganzen Tag unterwegs waren. Luki war ja bei Oma und Opa. Und dann abends waren wir halt überlegen, uns irgendwie ein Brot reinzukacheln oder sowas. Dann haben meine Eltern angerufen, ja, Luca hat ja noch Hunger und so. Und wir so, ja, wir eigentlich auch und so. Ja, sollen wir uns nicht irgendwo treffen? Ja, gut, können wir machen. Es war sogar doppelt lecker, weil es umsonst war. Ach ja, war klar. Und du so, lass zum Griechen. Nee, ich wollte bezahlen gehen. Aber dann ist mein Vater schon vorgesprintet. Mehr an sich egal.
Ah, dann schmeckt es auch gleich im Nachgang doppelt gut. Isst du eigentlich überhaupt kein Fleisch mehr? Ganz also, selten. Also ganz selten. Also sagen wir es so, du bist jetzt in dem Sinne so Teilzeit-Vegetarier. Eigentlich isst du schon vegetarisch, aber du lehnst, wenn es irgendwie wo gibt oder so, würdest du Fleisch nicht gänzlich ablehnen. Ja, zum einen das und zum anderen meine Eltern waren jetzt da vorletzte Woche. Und die haben ja auch noch so Wurst und Zeug hier gelassen. Weil die halt ganz normal Fleisch essen. Das Zeug mache ich halt auch nicht, weil es halt zum einen ist es halt auch für mich dann zu schade zum Wegwerfen. Also ich esse halt in dem Sinne noch Fleisch. Aber ich habe das halt so stark reduziert mittlerweile. Ja gut, wie gesagt, es gibt ne, ja. So, warte mal, und jetzt müssen wir in diese eine City, wo wir den Poketech kriegen, ja? Genau, und dann links raus da. Aber da kannst du auch noch nächste Folge hingehen, wir sind nämlich gerade am Ende der Folge. Ich klatsche jetzt noch, boah, Digga. Mein Gott, was ist denn los mit diesem scheiß Sileo? Ja. Ich bin eher Teilzeit Fleischesser, Digga, nicht Teilzeit Vegetarier. Ja. Gesundheit. Danke. Ja, wir waren ja am Überlegen, aber erstmal hast du geschrieben, dass Marina krank hier ist. Und zum anderen wissen wir ja, dass Spontanität nicht so euer Fall ist. Ach, in Route 280 kann ich ja noch angeln. Du kannst angeln, du kannst surfen. Wenn du es schaffst, ist hinten noch ein Grasfeld. Da muss ich jetzt irgendwas erstmal Surfer beibringen. So, das war's von uns für heute. Morgen geht's weiter. Und dann erzählt Timmy seine Geschichte weiter. Also bleibt dran, es bleibt spannend. Okay? Bis morgen, haut rein und ciao. Ciao. Jetzt mal ganz ehrlich, wenn du sonst nichts hast, über was du dich aufregen kannst im Leben, ne, dann ist dein Leben ziemlich beschissen.